Julia 29. Worum geht's bei dir? Ja, ich weiß es halt nicht so genau, dass jetzt so wirklich das richtige Thema ist. Ich habe jetzt seit März letztes Jahr meinen Vater zur Pflege bei mir. Und ja, das hat dann jetzt nach einem Jahr später schon bestimmte Dinge ausgelöst, dass ich mir selber Hilfe suchen musste. Ja, Julia, ich unterbreche dich sehr, sehr ungern nur, aber es kommen gerade ganz, ganz viele Leute hier rein, die müsste ich einmal ganz kurz begrüßen. Es tut mir Ja. wahnsinnig leid, das mache ich sonst nie. Ganz kleinen Augenblick. Vielen lieben Dank für den Raid an, wen haben wir hier? An Gaming Dirndl. Dankeschön. Ihr Lieben, falls ihr mich hier zum ersten Mal sehen solltet, wovon ich ausgehe. Das machen wir hier immer von Dienstag bis Samstag um 20:30 Uhr. Und ihr könnt euch das ein bisschen so vorstellen wie bei Domian damals, wo man einfach anrufen konnte, komplett kostenlos und über das sprechen konnte, was einem auf dem Herzen liegt. Tut mir wahnsinnig leid, dass ich jetzt nicht so auf den Chat eingehen kann, aber wir haben gerade einen Anruf. Also da hättet ihr jetzt gerade 2 Minuten vorher reinkommen sollen. Tut mir wahnsinnig leid, ich bin sehr, sehr dankbar. Shoutout bitte von den Mods einmal an Gaming-Dirndl. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, Julia, Entschuldigung. Alles okay. So, das, ja, sollte jetzt nicht respektlos rüberkommen oder so. Gut, Ist also nicht so schlimm. du hast deinen Vater jetzt bei dir seit letzten März, sagst du. Genau. Also über ein Jahr und er ist Ja, pflegebedürftig. Wie alt ist leider er? ja. 75. Okay, Ja, das stelle ich natürlich mir auch ziemlich schwer schwierig krank. vor. Was hat er denn? COPD, dann hat er leider Probleme mit der COPD ist eine Blase. Lungenkrankheit, war das, oder? Genau. Ja. Mit der Blase hat er es. Selber komplett bettlägerig, kann gar nicht mehr laufen, wiegt nur noch 45 Kilo. Und ja, der ganze Aufwand, die ganze Arbeit und alles hat jetzt dann nach einem Jahr wirklich schon dafür gesorgt, dass es nicht komplett runtergezogen hat. Ich habe meinen Job für ihn aufgegeben. Und Was heißt aufgegeben? ich habe einfach gekündigt, weil ich der Meinung war, ich bekomme das schon alles irgendwie hin mit der Pflege von ihm, etc. Du hast deinen Job gekündigt. Genau. Und seitdem arbeitest du nicht mehr. Nein, Das heißt, du gar nicht mehr. bekommst jetzt Bürgergeld? Ja, leider. Okay, das ist aber ein sehr schwerer Schritt. Es war nicht leicht, meinen Job aufzugeben, Ja. aber ich habe es für ihn getan. Aber das macht Mein dein Leben ja Vater. noch schwerer, vermutlich, oder? Es ist anfangs nicht schwer gewesen. Anfangs war es relativ einfach mit ihm, die Pflege. Es ist sehr gut gelaufen, bis dann Stück für Stück sein Allgemeinzustand sich weiter verschlechtert hat. Und er es noch nicht mal mehr geschafft hat, dann in den Rollstuhl umzulagern, dass wir nochmal spazieren gehen können. Blöde Frage, aber Ja. warum kommt er nicht in ein Heim? Das Oder in eine betreute möchte er Wohnanlage? selber nicht. Möchte er nicht? Möchte er selber nicht. Und er würde auch keine, selbst wenn wir jetzt einen Pflegedienst nutzen würden, würde er nicht zulassen. Er lässt keine fremden Menschen an sich ran. Warum nicht? Der ist von, da war ich noch ein kleiner Zwerg. Da bin ich auch, wie er selber, jahrelang bis aktuell immer noch lebt, als Zeuge Jehova aufgezogen worden. Als Und Zeuge Jehovas? genau. Okay. Und Du er lässt nicht? sich halt sozusagen anfangs die erste Zeit, Kindergartenzeit doch, aber hat mich dann auch nicht mehr dann, als ich dann größer wurde, gar nicht mehr Ja. damit beschäftigt. Ich habe jetzt tatsächlich auch in meinem Bekanntenkreis Zeugen Jehovas, aber dass die Pflege ablehnen, habe ich noch nie gehört. Er lässt keine fremden Menschen an sich ran, also auch wenn er in der Klinik ist, Ja. die Pflegeschwestern oder Pfleger in der Klinik dürfen ihn auch nicht waschen. Das lässt er nicht zu. Okay. Ja Er gut, lässt, wenn, aber dann bloß mich das machen.
du kannst ja nicht dein komplettes Leben aufopfern. Ich meine, du bist 29, du hast sicherlich andere Dinge im Kopf. Hast du eine Beziehung? Leider auch nicht mehr. Hast du die Bevor ich ebenfalls ihn letztes aufgegeben für die Jahr, Pflege? nee, er hat sich getrennt nach 11 Jahren, Anfang letztes Jahr, bevor ich ihn zu mir geholt habe, mein Vater. Aufgrund dessen? Ja. Nach 11 Jahren. Nach 11 Jahren, ja. War nicht schön, aber Absolut nicht. im Endeffekt war es mir dann natürlich irgendwo echt egal, denn ich dachte mir, ja, wie ich vorhin schon gerade gesagt habe, ich kriege das alles hin. Du kriegst es nicht hin, nein. Mittlerweile geht gar nichts mehr. Ich Glaube bekomme es ich. zwar hin, ihm früh sein Frühstück zu geben, ja, aber es ist dann jetzt dann Stück für Stück wirklich so weit gekommen, dass ich dann Anfang des Jahres so einen richtigen Moment hatte, wo ich ziemlich weit runtergerutscht bin, von meinem Kopf her, von der Psyche her, dass ich dann natürlich selber Mist gemacht habe. Also dementsprechend mit Was heißt, du hast Mist gemacht? Selbstverletzung und Also macht Alkohol, es dich psychisch auch kaputt? aber ganz gewaltig. Es hat halt insoweit kaputt gemacht, dass ich dann zum Hausarzt bin und er hat mir dann im März dieses Jahres eine Einweisung gegeben, weil es gar nicht mehr ging. Und jetzt bin ich aktuell in der Tagesklinik. Das Allerschlimmste an der ganzen Sache ist, womit ich gar nicht klarkomme, dass meine eigene Mutter, meine eigenen Geschwister, obwohl ich die Diagnosen habe, mir klipp und klar sagen, du wärst nicht krank, du tust nur so, du brauchst Aufmerksamkeit. Also die psychischen Diagnosen, die akzeptieren die nicht. Nein. Und Also mir wird okay, von denen gesagt, dann ja, ich tue nur so. möchte ich dir jetzt einmal ganz direkt die Frage stellen, was möchtest du noch aufgeben? Was hast du noch, was du aufgeben kannst? Also ich gesagt, nicht mehr viel. Ich habe so vieles Nein. aufgegeben. Ja. Deine Beziehung ist weg, dein Job ist weg, deine Gesundheit ist ebenfalls sehr angeknackst. Da muss was Ja. gemacht werden. Du kannst das nicht mehr durchziehen mit deinem Vater. Definitiv nicht mehr alleine. Nicht nur Das ist nicht sehr, sehr alleine. schwierig. Er muss in irgendeine Pflegeeinrichtung. Ob er jetzt will oder Wenn nicht, aber du er, kannst nicht dein komplettes Leben wegwerfen dafür. So nee, das geht das geht nicht. wirklich nicht. Klar, ich meine, ich bin jetzt in Behandlung, ja, Ja, aber aber du trotz kannst ja auch alledem ändert nicht das ja alle nichts an den zwei, Diagnosen. ja, du kannst ja nicht alle 2 Monate in die Klinik eingewiesen werden. So Muss ja kannst du nicht jeden dich Tag auch sein. nicht wirklich drum kümmern. Und ich finde es ehrlich Nee. gesagt etwas egoistisch von ihm. Also das klingt für mich, als wäre er da echt ein sturer Bock. Ist er definitiv. Ja, und Egal, ob das es halt die auf Pflege deine betrifft Kosten. oder allgemein. Das ist komplett auf deine Kosten. Er Ja. verliert absolut nichts, wenn er in irgendeine Pflegeeinrichtung kommt. Du verlierst alles, wie du siehst. Ja. Und das innerhalb von nur etwas über einem Jahr. Das stimmt. Gut, das Einzige, was ich natürlich nicht verloren habe, ist mein Hund. Den habe ich bei Gott nicht abgegeben. Ja, das freut mich auch, dass du da jemanden hast, aber ich würde dir sehr wünschen, dass du dein Leben einfach wieder bekommst. Du Wäre solltest schon sehr dich schön. um andere Dinge kümmern können, an andere Dinge denken können. Ja. Was hast du für einen Wunsch, Julia? Was wünschst du dir? Wo siehst du dich in 5 Jahren? Eigene Familie, eigenes Leben, Kinder. Wäre schon toll. Ein Mann an meiner Seite,
der mich Das so glaube ich, ja. akzeptiert, wie ich bin. Und wie erreichst du das? Indem ich endlich einen Cut mache und den Mann in eine Einrichtung gebe, weiter an meiner Gesundheit arbeite und mit Hilfe der Tagesklinik zumindest schon mal den Teil, dass ich wieder einigermaßen im Leben stehe mit Job, erreichen kann. Genau. Geht so nicht mehr weiter. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ich würde mich da mal beraten lassen von den Einrichtungen, die kennen sich da ja aus, wie man irgendwas machen kann. Aber wenn du sagst, dass er selbst einfachste Dinge nicht mehr hinbekommt, dann wird das höchste Zeit. Ja, das Nutz die definitiv. Zeit in der Klinik jetzt wirklich mal für dich, um runterzukommen, um dich auf dich selbst zu konzentrieren. Ich glaube, das hast du lange Zeit gar nicht tun können. Das ist Definitiv jetzt mal nicht. so Ich habe ein. vieles streifen lassen. Ich habe streifen lassen, nicht auf mein Gewicht zu achten. Habe innerhalb dieses eines Jahres 15 Kilo zugelegt. Aber das sind alles Dinge, wofür du dir bitte nicht die Schuld geben sollst. Das sind Dinge, die aufgrund des Stresses entstanden sind. Ja. Aber das hast du ja getan, weil du für ihn da sein wolltest. Das Und das stimmt. ist ja erstmal sehr, sehr gut. Das ist unglaublich löblich an sich. Aber auch das hat natürlich eine Grenze und die hast du, glaube ich, schon vor langer Zeit überschritten. Und jetzt muss man Und etwas zurückrudern. also angefangen so mit dem, dass ich mich halt selber nicht mehr wohlgefühlt habe, dass ich sämtliche Sachen habe streifen lassen, Freunde verloren habe, weil ich mich nicht mehr richtig gemeldet habe. Und das Ganze hat so ungefähr im Dezember letztes Jahr dann begonnen. Und ich sag mal so, ich bin schon froh, dass ich jetzt den Platz in der Tagesklinik bekommen habe. Klar, es ist so, dass ein Teil der Diagnosen nicht heilbar ist, das ist es definitiv nicht, aber man kann dran arbeiten. Absolut. Ganz genau. Und du schaffst es da auch wieder weitestgehend raus. Da bin ich mir sehr sicher. Das ist ja wirklich alles, das hat alles Ursprung in dieser misslichen Lage, in der du dich Ja. da befindest seit einem Jahr. Dann nutz diesen Zwangsurlaub jetzt einfach mal und dann kümmere dich vielleicht um eine Pflegeeinrichtung. Hier schreibt auch gerade jemand, es gibt tatsächlich auch Pflegeeinrichtungen, wo viele oder sogar nur Zeugen Jehovas leben. Vielleicht kann man da mal recherchieren, ob es sowas auch bei dir in der Nähe gibt. Aber so oder so, es geht nicht mehr. Und er muss da dann halt durch und ich bin mir sicher, dass er sich dran gewöhnen wird. Vermutlich ist da auch Ja. ein bisschen Angst oder irgendwas mit dem Spiel, die er da hat vor der verständlicherweise unbekannten Situation, aber es ist auch das Beste für ihn. Du bist halt auch Das stimmt nicht wirklich. wirklich fachlich ausgebildet und so. Bin generell der Meinung, dass Kinder nicht unbedingt dafür geeignet sind, langfristig ihre Eltern zu pflegen. Ich glaube, so ist es nicht vorgesehen. Nicht unbedingt, klar, eine Zeit lang funktioniert es schon, aber Absolut. nach einem bestimmten Zeitpunkt, wie jetzt aktuell, ist dann der Zeitpunkt wirklich erreicht, wo es gar nicht mehr geht. Ja, genau. Und es freut mich auch, dass du das so einsiehst. Das ist schon mal der erste große Schritt. Wenn ich es nicht einsehen würde und mir keine Hilfe gesucht hätte, würde es mich vielleicht noch viel mehr kaputt machen. Ja, Und dann wird es genau. vielleicht alles noch schlimmer werden. Genau. Also, du weißt, was die Hausaufgabe ist. Und ich bin mir sicher, dass du es auf jeden Fall schaffst. Okay. Alles klar. Julia, Deine ich wünsche Worte dir taten alles, alles erstmal gut. Gute. Und Dankeschön. ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Schönen Abend noch.
Danke dir auch. Tschüss. Tschüss.